1, 2, 3, Test, Test, Test. Geht alles? Ja, gut. Denn das Mikrofon brauche ich, um den zweiten Vlog aufzunehmen, der jetzt startet. Ja, folgende Themen habe ich für den Vlog mal ausgewählt, nämlich Spiele, die dieses Jahr rauskommen werden und die ich dann noch höchstwahrscheinlich Let's Playen werde. Wie es mit anderen Projekten weitergeht. Und sonstige Projekte noch. Würde ich sagen, fangen wir mal mit den Spielen dieses Jahres an. Ich freue mich schon tierisch auf Brink. Das wird am 13. Mai rauskommen. Also Anfang nächsten Monat. Und ja, richtig geiles Ding. Ich werde es mir auch, denke ich mal, direkt am Erscheinungstag holen. Und ja, werde es da nicht anrühren, bevor Fraps läuft und meine Stimme aufgenommen wird. Heißt, ich spiele das komplett blind. Vielleicht werde ich mal den Online-Modus ein bisschen austesten, aber wir werden dann Singleplayer-Modus spielen. Ja, ich werde auch das Kanaldesign dann entsprechend ändern, gleich noch. Hab da schon was angefertigt. So, dann 4-3. Ich halt bis jetzt noch nicht so viel davon. Also, das schweift schon ein bisschen von 4-1 und 2 ab. Ja, aber mal gucken, ob ich es krieg und mal gucken, ob es gut ist. Ja, ich freue mich eigentlich schon eher auf Brink. Dann noch Fußballmanager 12. Das kommt für gewöhnlich immer Ende des Jahres raus. Heißt, es dauert noch ein bisschen mit dem Let's Play. Aber ich denke mal, so eine Saison ist da schon drin. Wir werden dann halt nur mit den Basics spielen, nicht besonders in die Spieltiefe da gehen. Und tja, mal gucken, wie viele Episoden das dann wird. Denn ich werde jetzt auch keine 3D-Spiele da machen, damit es besonders lang dauert. Wir ziehen das einfach mal durch. So. Wie geht's weiter mit 4-2? Ja, man hat es vielleicht in den Folgen gemerkt, dass ich schon sehr abgefuckt auf meine Maus war. Jetzt habe ich noch zwei Folgen, die ich auch noch mit am Stück aufgenommen hatte, die ich jetzt noch freischalten muss. Und ja. Es nervt schon und bei manchen Gegnern braucht man eben die Zeitlupe. Da ist es nicht so toll, wenn die Maus da verrückt spielt oder auch das ganze Magazin leer ballert. Habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Bock drauf. Ja. Und zudem sind jetzt die Aufruferzahlen von 4 nicht unbedingt hoch. Ich denke dann mal, interessiert nicht so richtig. Ich weiß nicht, vielleicht nehme ich noch so ein paar Folgen auf, rein zum Spaß und pausiere das dann oder auf. Keine Ahnung, bis ich eine Lösung für das Problem finde. Und sehe, wie das mit Brink dann noch weiterläuft mit dem Let's Play. Ja, das heißt aber nicht, dass sonstige Projekte, wie zum Beispiel ein neues Minecraft Let's Show, ausbleiben. Nur ich habe jetzt schon ein bisschen länger kein Minecraft mehr gespielt, deshalb muss ich mal gucken, was sich dann noch so bauen lässt und ja, genau, dass ich da wieder irgendwas ganz Tolles baue, was ich dann dokumentieren kann. So, was ganz Tolles gebaut. Ah, was ganz Tolles. Was Schönes. Gebaut habe ich in Sims 3. Ein Let's Show von Sims 3 habe ich bis jetzt auf YouTube eigentlich noch nicht gesehen. Und ich habe auch noch nicht nachgesucht. Aber das fände ich eigentlich eine ganz feine Idee, mal das Haus zu zeigen, was man denn alles schon erreicht hat im Second Life. Und ja, wie man dann angefangen hat und was sich alles getan hat und so weiter. Ja, muss ich nochmal alles überdenken. Aber auf Brink freue ich mich schon heftigst und will es auf jeden Fall Let's Playen. Und tja, das war's dann auch erstmal mit dem Vlog. Ich ändere jetzt noch schnell das Kanaldesign und wir sehen uns dann vielleicht in der neuen Folge 4-2 wieder.